Spitzensport ist eine faszinierende Welt. Besonders, wenn es ein Top-Athlet schafft, im entscheidenden Moment seine beste Leistung abzurufen. Details entscheiden hier und das Training und die Vorbereitung nehmen einen wichtigen Stellenwert ein. Einerseits, um die Leistung effektiv zu steigern, andererseits, um Verletzungen vorzubeugen. Objektive Daten können ihr helfen, die wichtigen und richtigen Entscheide zu treffen, um das Training optimal zu steuern. Kraftmessplatten sind weit verbreitet in der Forschung, Leistungsdiagnostik und Verletzungsprävention. Sie eröffnen Trainern Analysemöglichkeiten, die mit einfachen Videosystemen oder zum Beispiel Kontaktmatten einfach nicht möglich sind. Die Sensoren, die in der Kraftmessplatte enthalten sind, sind gemacht, um hochdynamische Bewegungen zu erfassen und den Athleten genau zu analysieren. Die Software bereitet die Daten auf und stellt sie für die Analyse bereit. Damit lassen sich die neuromuskulären Eigenschaften der Beine bestimmen und auch, wie sich ein Athlet über die Zeit entwickelt, um das Training optimal zu steuern und eine effiziente Leistungssteigerung zu erreichen. Asymmetrien können zum Beispiel mit einem Zwei-Platten-System sehr einfach erkannt werden. Ein typisches Beispiel ist der Counter-Movement-Jump. Beidbeinig gesprungen, erkennt man nach der Ausführung, ob links oder rechts eine Asymmetrie vorhanden ist und ob man weitere Abklärungen machen kann. Weitergehende Tests, um das genauer anzuschauen, ist zum Beispiel der Symmetry-Test. Dabei werden verschiedene Positionen vom Stehen, aufrechten Stehen, Halbsquat und tiefer Squat eingenommen. Man kann eigentlich erkennen, wo die Asymmetrie herkommt. Beim Stehen kann es sein, die funktionelle Beinlängendifferenz oder eine Haltungsstörung. Wenn man eher in die Knie geht und anfängt auszuweichen, kann es auf Schmerzen hindeuten, auf eingeschränkten Bewegungsumfang in der Hüfte oder auch Probleme im unteren Rückenbereich. Um das Training optimal zu steuern, muss man wissen, in welchem Bereich man trainiert. Sei es Maximalkraft oder ein Schwerpunkt auf die Schnellkraft oder Explosivkraft. Auch da helfen Tests wie ein Counter-Movement-Jump, Maximalkrafttest oder sogenannte Tapping weiter, welches auf die Schnelligkeit fokussiert. Abhängig von Resultaten kann man dann bestimmen, in welchem Bereich man sich verbessern möchte und welche Bereiche für die jeweilige Sportart relevant sind. Bei regelmäßigen Tests sieht man die Leistungsentwicklung und kann entsprechend beurteilen, ob weitere Maßnahmen getroffen werden müssen. Einerseits kann die Leistung abnehmen, das kann durch Ermüdung sein oder eine Verletzung, die sich anbahnt, oder man kann die Leistung in eine gewisse Richtung steuern, wie zum Beispiel mehr Maximalkraft oder Schnellkraft. Weitere Tests wie Landing oder Body Sway messen die Gleichgewicht- und Stabilitätsfähigkeit. Beides wichtig, um die Leistung optimal zu erbringen, aber auch, um Verletzungen vorzubeugen. Zusammengefasst kann man drei Punkte hervorheben. Kraftmessplatten dienen Trainern als objektive Entscheidungsgrundlage, um den Athleten optimal zu fördern, damit er im richtigen Moment bereit ist. Zweitens kann ein Therapeut Kraftmessplatten einsetzen, um die Rehabilitation optimal zu steuern und vor allem den wichtigen Moment, wann ein Athlet wieder bereit ist, ins Wettkampfgeschehen einzugreifen, zu bestimmen. Aber drittens ist auch ein Verband daran interessiert, objektive Daten zu haben, um Athleten wie Talente zu testen und entsprechend über eine Selektion oder Anstellung zu entscheiden.